Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City. Malkondo ist irgendwo im Loch. Ja, Malkondo ist im Loch, der ist hier. Der ist immer noch, hallo, der ist immer noch dabei, die Erde hier rein zu ochsen. Ah, du ochst. Du bist ja voll der Ochs. Ein ochsiger Ochs. Solange du kein orksiger Ork bist. Ein orksiger Ork. Ach, wo waren das noch? Die orksigen Orks? War das aus Herr der Ringe? Die orksigen Orks? Ja, irgendwer hat das nicht das Gollum oder so gesagt gehabt? Die orksigen Orks? Nee, Orkse. Orkse? Der hat die dreckigen Orkse. Oder sowas hat er gesagt. Oder auch die garstigen, ne? Irgendwie so. Ja, irgendwas mit Orkse auf jeden Fall. Ist auch recht. Ja. Irgendwas von wegen Orkse. Wurscht finde ich das überhaupt nicht. Ja. Okay, dann eben nicht. Ist das nicht wurscht? Das ist wichtig zu wissen. Natürlich. So, dann wieder. Und durchziehen. Wir ziehen das jetzt durch. Ach, verdammt. Ach, manchmal. So, dann würde ich das genau. Was mache ich denn? Das weiß ich nichts, nicht. Nichts kreativ. Ist im Kreativmodus oder was? Ja, habe ich gedacht. Und bin mal eben in ein tiefes Loch gesprungen. Ah, okay. In der Annahme, ich komme da wieder raus. War natürlich nicht so. Ja. Oh, da machen wir jetzt einfach 2, 3 hin. Sollte dann eigentlich. Glaube ich. Ach, das ist gar nicht so einfach. Der Mist irgendwie. Der Mist ist gar nicht so einfach. Das ist schon eigentlich schon eine recht einfache Konstruktion. Ja. Aber doch nicht so ganz einfach. Ja, kennst mich ja. Ich verkompliziere ja gerne. Mhm. Ja, ja, das ist man von dir gewohnt eigentlich. Diese Bestätigung. Naja, ich habe mir gedacht, wenn du nett zu mir bist, dann bin ich auch nett zu dir. Ja, ich habe eigentlich hier oben noch keinen. Warum wir so tief gehen? Machen wir das doch so, dann sollten die auch nicht aktiviert werden. So. Die sollten nicht aktiviert werden. Sie sollten sie nicht aktivieren. Genau. So. Und zack. Und das. Und zack und zick und zuck. Nochmal das da. Jetzt habe ich Pfeifen auf dem Ohr. Du hast ein Pfeifen auf dem Ohr? Ja. Warum hast du Pfeifen auf dem Ohr? Das weiß ich nicht. Das ist schlecht. Dass du noch einen Tinnitus hast. Ohr. So, ich brauche Maschinen. Schienen und. So, guck mal hier, das Loch ist zu. Geil, ne? Sehr schön. Ha. Sieht die Seite zwar scheiße aus. Alles so flach hoch ist, aber naja. Ja, ist egal. Du könntest mal. Ach, verdammt, ein bisschen Holz noch holen, bitte. Ich hab Holz. Du hast Holz, gut, dann mach mal ein paar Trichter. Was? Trichter. Wie mache ich den Trichter? Mit Eisen und einer Truhe. Ich habe aber doch kein Eisen. Ich habe zwar Holz, aber kein Eisen. Eisen ist hier in der Truhe. Ach so, wir haben da Eisen? Ja. Hast du Eisen mitgenommen? Ja. Schwupp. So, eine Truhe brauche ich dafür, ja? Eine Truhe und Eisen in Trichterform. Ist eigentlich ganz einfach. Also eine Dreier, oder wie? So wie ein Eimer und darunter eine Truhe, oder wie? Nee, nicht wie ein Eimer. Sondern? Also schon wie ein Eimer. Ja. Nur der in der Mitte ganz nach unten und die Seiten zwei hoch. Und dann eine Truhe in der Mitte. Ach so, ah, okay, jetzt verstehe ich. Also alles wie ein Trichter klar. Halt. Ja, 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 okay. Ja, ich habe einen Trichter. Wie viel brauchst du denn? Oh, mach mal so 10, 20. Ach hey. Ja.
10, 20. Ja, komm, hauen wir hier alles rein, so, zack. So, und den Rest lassen wir dann erstmal so, das passt. So. Stacken die sich? Ja. Hervorragend. Und dann den Stein machen wir gleich, wenn das Gras oben ist. So. Das finde ich irgendwie doof. Was findest du doof? Dass hier nur eine Zweierbreite ist, dann aber... So, ich habe jetzt 17 Trichter. Das hier. Ja, sehr gut. Wo sollen die hin? Sag ich dir sofort. Das reicht. Gut, lass dich mal nicht stören, ne? Erstmal brauchen wir die Trichter hier. Da unten drinne? Ja. Überall? Ja. Auch da, wo du jetzt gerade springst? Ja, dann gib mir mal die Trichter bitte, ich zeig dir das. Okay. Ich das meine. Also einmal hier durch. Da kommt dann eine Truhe später hin. Hier vor. Okay. So, und dann, den hier. Dann einmal in den rein und dann nochmal in den rein. Dann liefern nämlich die Loren das hier rein ab. Mhm. Das geht nach vorne. Ich hoffe, es geht nach vorne. Ich pack da mal einen rein. Ne, der ist aktiviert, das war klar. Hm. Ist der abgewehrt? Aktiviert. Durch die Schienen hier. Das heißt, du musst noch weiter nach vorne, oder wie? Mhm. Oder was? Nee, ich muss hier die Aktivierung der Schienen anders machen. Fragt sich nur wie. Denn der ist irgendwie dadurch verbunden. Dadurch hat aktiviert und da geht nichts durch, dann der geht da nicht in den nächsten rein. Und das ist natürlich doof. Okay. Ah, jetzt komme ich an diese blöde Fackel nicht ran. So, und jetzt müsste der nämlich wieder funktionieren. Sprich, ja, das Zeug ist gleich vorne in den anderen. Ich weiß nur nicht, wie ich die Schienen jetzt aktivieren soll, ohne an den Dings ranzugehen. Ohne an den Trichter zu kommen, oder was? Ich habe eine Idee, obwohl... Na, ob das hinhaut? Naja, das geht auch nicht. Das Ding ist, ich hatte das anders gemacht gehabt, als ich das geplant hatte, weil ich versucht hatte, ein automatisches Lager zu machen. Hat mir halt gedacht, das wäre ganz cool, wenn sich das automatisch einsortiert und so. Musste okay. Dann aber feststellen, dass das für Survival einfach zu viel Aufwand ist. Ja, da werden wir in 10 Jahren nicht fertig. Da habe ich dann beschlossen, wir lassen das. Ja, ist dann ja das Problem immer so beim Survival-Spielen. Ja, aber wir können ja trotzdem... können trotzdem die Trichter tiefer machen. Okay. Oder anders abführen, hier abführen. Du willst abführen? Das ginge ja auch, dass wir die hier in die Mitte, also nach außen packen. Ulenia will abführen. Ulenia führt ab, ja. Dass wir hier einfach gar keinen Durchgang machen, sondern da eine Kiste hinstellen, das ginge ja auch. Dann kann man nämlich von beiden gleichzeitig in eine Kiste reinsammeln. Was hier macht, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo komme ich denn? Das ist eine 3, 4...
Ja, dann komme ich hier irgendwie hin. Ja, ich denke, das ist das Beste so rum. Das sollte dann passen. Können wir ja beide Anlagen über eine Kiste laufen lassen. Müssen die dann ja sowieso per Hand wegsortieren. Ja gut, das macht aber ja nichts. Haben wir wenigstens was zu tun. Ja. Gut, okay. Dann brauche ich... Das können wir wegmachen. Trichterloren. Zwei Stück. Loren hatte ich ja mitgenommen. Was tust du da? Ich suche gar nichts. Ich fülle hier nur auf. Ich habe gefragt, was tust du da nicht? Was suchst du da? Ah, verstanden, was suchst du da? Ich fülle auf. So. Jetzt suchst du zu, dass ich ein bisschen von dem Dreck loswerde. Okay, ich schmeiße jetzt mal ein bisschen was hin, einfach um zu gucken, ob das Zeug verschwindet und ob es dann auch da ankommt, wo es ankommen soll. Zack, weg. Ja. Testest du da schon rum? Ja, natürlich. Ich muss ja gucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Cool. Kann ich das mal sehen? Aber irgendwie scheint da eine Lore, beziehungsweise sogar eine... Doch, die eine steckt fest. Ne, die ist da. Ha, komisch. Warum sammelt die das nicht auf? Schmeiß ich da jetzt mal das dahin. Also die eine Lore sammelt nicht auf. Die eine ja, die andere nein, oder wie? Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen den Loren? Es gibt keinen Unterschied. Okay. Jetzt sammelt die auch auf. Ja, stimmt. Hing da wohl irgendwas quer. Hat keinen Bock gehabt. Gib mir mal meine Axt wieder. Das ist halt die brauchen halt schon lange, bis die wieder hier vorne sind. Gib mir mal meine Axt wieder, Mensch. Hallo, meine Axt. Jetzt hat sie das zwar eingesammelt, aber gibt das nicht ab, oder was? Nee, die hat das nicht eingesammelt. Also die scheint das eingesammelt zu haben, aber... Die kommt hier irgendwie nicht an. Ja, Ah, das von der anderen kommt an. Steckt die da irgendwo zwischen? Ah, wahrscheinlich. Ah, die liegt hier noch. Die wurde gar nicht eingesammelt. Okay, die habe ich von hier gar nicht gesehen. Also es funktioniert mit Erde und so funktioniert's. Okay, wird schon passen. Dann können wir hier zu... Kannst du hier zumachen, wenn du möchtest, bis, Moment, nicht so schnell. So, bis da. Bis dahin alles zumachen. Okay. Warum hast du das auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so? Wie, ich hab was... Was habe ich auf der einen Seite so und auf der anderen Seite ja, so? Ja, wenn du dir das mal anguckst, sind die Seiten unterschiedlich. Wieso sind die unterschiedlich? Du hast hier Erde. Ja. Und hier drüben hast du keine Erde. Und jetzt? Ah, okay. Du warst noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig, genau. Ich dachte, du warst schon fertig. Ich habe gewartet, bis das Gras hochgewachsen ist, weil sonst haben wir nämlich nachher kein Gras. Okay, und jetzt unter dem Stein, das wächst trotzdem da hoch. Achso, das bleibt ja da. Das hier bleibt jetzt hier. Musst nur hoffen, dass wir nicht so viele Schafe haben, dass die das alles wegfressen. Nee, der Mittelstreifen, den können sie da nicht fressen. Der wird geschützt. Warum wird er geschützt? Weil hier keine Schafe sind. Die sind dann also nur hier auf... Achso, du machst... Was machst du da hin? Ein Zaun oder wie? Oder was? Nee, da kommen Stone Slabs drüber. Ah, okay. Ja, und das gleiche Konstrukt kommt dann hier nochmal hin. Ja, in Ordnung. Du könntest eigentlich hinten die Mauer schon mal hochziehen. Oha. Die Mauer? Welche Mauer? Die da, genau. Die. Du meinst hier die ganz normale Fabrikmauer, oder wie? Ja, genau. Nur die eine ein bisschen. Ja, ich habe ja eh nicht so viele von den Steinziegeln. Ja, nur ein bisschen, sodass dass ich da dann ordentlich ranbauen kann. Denn da sollen dann ja auch die... Schafe dann auch rein und sonst hauen die ab.
Weil ich bin noch nicht überzeugt, dass wir das Gebäude fertig kriegen an sich. Ja. Du bist nicht überzeugt davon, dass wir das fertig kriegen? Naja, nicht gleich. Und wir wollen die Schafe da ja aber schon reinmachen. Ja. Natürlich wollen wir die da reinmachen. Ach, jetzt habe ich wieder keine Aktivierungsschienen. So, komm. Wir machen jetzt das mal. Aktivierungsschienen. Ach Gott, da kriege ich ja auch nur noch 6 Stück raus. Reichen mir die? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Es wäre schon echt cool, wenn die mir jetzt reichen würden. Aber die reichen mir nicht. Also brauche ich noch mal Gold. Und... Gold und Silber. Gold und auch... Eisen für normale Schienen. Ein Dungeon wäre cool. Ein Dungeon? Ja, da könnte man Schienen, also Schienen und so mitnehmen. Aber hier haben wir ja noch gar keinen Dungeon. Nee, nur irgendwo einen, den wir nicht wissen, wo der ist. Richtig, wo wir vergessen haben. Ja. Ja, so ist gut. Ja, ich kann auch fast nichts mehr machen. Normale Schienen, aber keine Aktivierungsschienen mehr. Ich würde sagen, dann schmeißen wir uns doch erstmal in die Höhle, oder? Und holen Stein, sodass du außen und zu zumindest schon mal was machen kannst. Also ein bisschen was habe ich noch, also so ist nicht, aber... Ja, ein bisschen was habe ich auch noch, aber wir brauchen ja Ich habe hier auch noch Trichter. Ja, pack das mal aus. Ich pack die mal hier rein. Effizienz, Effizienz, passt. Und das Eisen auch mal. Ja. Mache ich die Steinziegel auch mit hier rein, damit ich Platz habe. Also ich würde fast sagen, wir machen das Ding zweistöckig und packen oben das Lager rein. Okay. Ein kleines Bürogebäude muss hier auch noch mit ran. Das ist schon noch einiges, was wir an Stein brauchen werden. Naja, das brauchen wir ja immer. Wir brauchen immer viel Stein. Ja. Moment, ich kann da nochmal eben... Achso, nee, kann ich nicht. Bei Steinziegel, das geht nur aus Stein, ne? Steinziegel geht nur aus Stein, ja. Nicht aus Cobblestone, ne? Nein, nein, nein. Nur aus gebrannten Stein. Deswegen müssen wir ja auch noch Kohle und sowas haben. Ja. Haben wir eigentlich eine Höhle da unten drunter, dass man so ein bisschen durch die Höhle rennen kann? Ja, aber wir hatten ja, waren da ja schon drinne. Hm. Wir hatten uns da ja anfangs doch runtergegraben. Stimmt. So. Auf sie. Auf sie mit Gebrüll. Yeah. Links oder rechts? Weiß ich nicht, wir können nach links oder nach rechts gehen. Wenn du Stein haben willst, ist das ja wurscht. Ich habe keine Fackeln mitgenommen und kein Holz. Echt nicht? Nein. Da ist nur Erde drin. Hast du Holz dabei? Holz? Nein, habe ich keins dabei. Dann muss ich nochmal. Okay, gehe ich hier schon mal rein. Ohne Fackeln geht nicht. Okay. Das kennen wir ja. Du willst jetzt nur Stein haben, sehe ich richtig, ja? Ja, ein bisschen Gold und Eisen wäre auch nett. Obwohl ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo Gold haben. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ich nicht weiß, was wir überhaupt an Gold hatten. Guck mal eben, was wir noch an Gold haben. Ob wir was an Gold haben. Nee, sieht schlecht aus. Da, 36, das ja, könnte erstmal reichen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Okay. So, wo bist denn du jetzt? Hier. Okay. Ich komm, ich komm. So, ja, ich weiß jetzt bloß nicht, wo lang. Ach, ich, hier liegen noch Steine. Ich grab mich einfach irgendwo in die Wand. Ist wahrscheinlich das Klügste. Und zwar hier. Und guck mal, ob ich irgendwo in irgendeiner Höhle wieder rauskomme. Gut, dann geh ich mal in die andere Richtung. Oh, Eisen. Das geht doch schon gut los. Oh, Kohle.
Ja, Kohle bräuchte ich auch, um Fackeln zu machen. Ach, du und deine Fackeln. Was ich und meine Fackeln. Hier ist dunkel. Ja, ich weiß. Das geht ja gar nicht um mich. Ich dachte, die Zuschauer sehen doch nichts. Ja, natürlich. Ist schon klar, Ist Mulan, das ja, nicht eine ist gute klar. Ausrede? Der ist super, super. Nee, ernsthaft, das ist echt scheiße dunkel hier. Du hast jetzt Kohle, ne? Ich hab Kohle, ja. Ja, dann hole ich mir mal ein bisschen was von dir. Und mir nur ein, zwei Stück geben, das reicht mir. Dankeschön. Bitte. So, dann habe ich jetzt ein paar Fackeln. Wir sollten noch den Part beenden, sehe ich gerade. Echt, ist schon wieder soweit. Wow. Ja, du, jederzeit. Gut, dann beenden wir jetzt und buddeln im nächsten Part weiter. So sieht's aus. Genau, bis dann. Mach's Ciao, ciao. gut. Tschüss.